Diese Review wird unterstützt durch Amazing Collectibles, euren Online-Shop für 1:6 Figuren und mehr. Es ist mal wieder Review-Zeit bei Dark Schnegge Reviews. Herzlich willkommen zurück, Leute. Heute werfen wir mal wieder einen kleinen Blick über den Tellerrand zu unseren geliebten kleinen Drittherstellern, die auch ganz coole Figuren machen. Für viele von euch dürfte zumindest der Name des Films Gladiator was sagen. Und viele möchten natürlich auch in dem Sinne irgendwie eine coole Figur vielleicht vom guten Maximus in ihrer Sammlung haben. Aber keiner der großen Hersteller hat sich dem bisher angenommen. Daher gibt es jetzt wieder einen Blick auf einen anderen Hersteller, den ich persönlich so noch überhaupt nicht kannte. Es handelt sich hierbei um die Firma HH Model oder HH Model und die hat hier den Rome Imperial General rausgebracht. Und ja, ihr seht schon, worauf das es daran kommt, oder? Also ja, es soll eigentlich so gesehen die inoffizielle Version von Russell Crowe, seinem Charakter aus Gladiator sein. Er sieht ihm auf jeden Fall nicht sehr ähnlich, weil ich denke mal auch, die werden da natürlich auch hier Likeness-Probleme haben, gerade mit dem Schauspieler. Darum ist er eher so ein bisschen angelehnt an Russell Crowe. Sieht so ein bisschen eher wie der asiatische Russell Crowe aus, aber das werdet ihr gleich im Video noch sehen. Das Ding ist super heavy und das ist hier die Deluxe-Edition. Ich kann euch gleich vorweg sagen, diese Figur hat alles komplett aus Metall. Die gesamte Rüstung, Helm, alles ringsherum ist alles komplett aus Diecast und kann sich wirklich sehen lassen. Ja, aber ich werde euch heute nicht nur die Figur dazu vorstellen, denn passend dazu gibt es tatsächlich auch noch ein kleines Pferdchen. Ja, im Maßstab 1:6 passend für diese Figur. Die Verpackung ist hier völlig unspektakulär, aber ich wollte es euch einfach mal zeigen. Das ist so gesehen der braune Schipper und innen drin ist dann gleich ja das Styropor oder das Kunststoff halt, wo dieses Pferdchen eingelegt ist. Die beiden gibt es heute in der Review. Wie gesagt, ein Blick über den Tellerrand und ich bin sehr gespannt, wie ihr ja dieses kleine Set findet. Also lasst uns mal gucken, wie das Ganze umgesetzt wurde. Und da haben wir das ganze Set zusammengebaut und ich sage euch, oh, seid unglaublich vorsichtig. Wenn ihr nicht gerade Feinmotoriker seid, dürftet ihr ein bisschen Schwierigkeiten haben, denn auch leider befindet sich bei beiden Figuren, also bei dem Pferd und bei dem Maximus halt generell, keine Anleitung. Ne? Also ihr müsst immer so ein bisschen vorsichtig sein, wenn ihr auch gerade hier bei dem Pferd das Sattelzeug und alles rauf macht. Passt auf. Es ist ein bisschen kompliziert, aber es geht. Ihr seht es ja. Und dann zusammen sieht das wirklich unglaublich gut aus. Tolle Details sind dran. Ich bin sehr, sehr begeistert, gerade was auch die Klamotten anbelangt. Ne? Gerade hier sein Fellkragen und alles, das sieht sehr schön aus. Sein Helm, den er jetzt drauf trägt, gefällt mir sehr gut. Hier mit dem schwarzen Irokesen obendrauf. Sein Umhang ist wirklich sehr schön gemacht. Das Pferd hat echt Haar, also so Kunsthaar halt hier drauf, ne? Auch am Schwanz. Das ist alles sehr schön gemacht. Und wirklich alles hier dran an Rüstung, bis auf dieser Part hier vorne beim Pferd, ist komplett aus Diecast. Ist wirklich aus Metall und kein dünnes Metall, sondern wirklich sehr, sehr dick und sehr hochwertig. Aber ich denke mal auch deswegen vielleicht ein bisschen empfindlich. Er sieht toll aus. Gerade so dieses Komplett-Set, was wir jetzt haben mit dem Pferd zusammen, das sieht wirklich sehr, sehr stark aus. Und ich bin auch ganz ehrlich zu euch, wenn wir uns gleich mal die Figur selber angucken von Russell Crowe, so schlimm daneben sieht er eigentlich gar nicht aus. Er hat wirklich doch gut Ähnlichkeit. Und ich denke mal, wenn man das jetzt in seiner kleinen Mittelaltersammlung irgendwie hier aufnimmt, wenn man gerne auf Römer steht, dann sieht das geil aus. Dann sieht das wirklich sehr, sehr geil aus. Ich würde sagen, liebe Leute, wir gucken uns jetzt einfach mal das Pferd an, denn das ist sehr interessant. Ich hatte noch nie ein 1:6 Pferd in meinen Reviews und das ist so gesehen eine Premiere. Also gucken wir mal, wie das Ganze hier umgesetzt wurde. Auf jeden Fall muss ich sagen, es gefällt mir sehr gut, trotz alledem, dass wenn ihr die Figur hier drauf habt, ihr ein bisschen drauf aufpassen müsst, weil es ein bisschen wackelig sein kann, weil das Pferd links vorne den einen Huf ein bisschen anhebt. Das heißt, das Pferd steht eigentlich generell, ihr seht das ja hier, nur auf drei Beinen halt. Ne? Aber trotz alledem, finde ich, ist es wirklich sehr schön gemacht und der Gesamteindruck von diesem Set, der ist wirklich überragend. Das Pferd selbst ist meiner Ansicht nach wirklich ein kleines Highlight, wenn ihr wirklich das Komplettpaket kauft. Es hat ungefähr, vielleicht für die, die es interessiert, eine Länge von 33 cm circa und so 31 cm Höhe, sagen wir mal, wenn wir jetzt bis zu dem Ohr hier gehen. Ne? Ist wirklich sehr schön gemacht. Ich habe Zubehör halt mit dabei. Hier vorne dieser Panzer, der hier am Kopf befestigt ist, der ist schon an dem Pferd halt mit dran. Also da müsst ihr dann Gott sei Dank nichts dran fummeln. Auch dieser Part hier vorne, das alles, ne, das ist auch alles schon mit dran. Allerdings habt ihr dann später die Möglichkeit, halt den Sattel rauf zu machen. Und der ist ein Problem für sich. Ihr müsst das wirklich zusammenfriemeln und ich kann euch da leider auch jetzt nicht perfekt irgendwie sagen, wie ihr es am besten macht.
Eine Schlaufe müsst ihr auf jeden Fall hinten durch die Hinterläufe durchziehen und der Sattel ist auch nicht wirklich fest, also der liegt wirklich oben drauf und das war es dann auch schon, ne? Also passt da wirklich unglaublich auf. Die Steigbügel selbst sind separat, ihr legt hier einfach wie so eine Schnur drüber, ne? Und das war es dann halt auch. Genauso wie die Decken, es sind zwei kleine Decken hier am Start, die ihr rüberpackt, ne? Auch die finde ich sehr, sehr schön gemacht, haben auch hier schöne Ornamente und alles drauf. Ganz toll auf jeden Fall umgesetzt und ja, es ist nicht schlecht, es könnte besser sein. Gerade den Sattel, das hätte ich mir gewünscht, dass er wirklich fest drauf sitzt, denn das wird schon schnell zu einer kleinen wackeligen Angelegenheit, wenn ihr jetzt die Figur noch darauf setzt, dann, ihr seht das ja, ne? Es ist nicht wirklich großartig fest, also passt da so ein bisschen auf, aber wenn es im Display dann halt steht, denke ich mal schon, wird das wirklich sehr, sehr toll in eurer Sammlung aussehen. Ja, ansonsten, das Pferd ist null beweglich, es ist halt so gesehen eine kleine Mini-Statue, könnte man sagen. Ich weiß nicht, aus was für ein Material das ist. Ich denke mal, es ist aus einem sehr dicken Kunststoff gemacht. Polystone glaube ich jetzt nicht, dass es das ist, aber es ist wirklich sehr schwer. Es fühlt sich sehr wertig an und ich finde auch so vom Sculpting her ist das mehr als okay. Ihr könnt zumindest sehen, dass hier so ein bisschen das Fell gemacht wurde hier. Ne? Das sieht wirklich sehr schön aus. Gerade auch die Augen und alles, das ist wirklich schön umgesetzt, muss ich sagen. So ein bisschen das Glitzern in den Augen ist hier mit drin und ich mag die Mähne halt. Die Mähne in diesem schönen, ja, Haselnussbraun halt, das haben sie auch wirklich schön gemacht. Das ist schön. Das ist wirklich sehr fein. Ne? Also das gefällt mir. Das ist ein schickes Pferd, muss ich ganz ehrlich sagen. Hinten der Schweif ist hier natürlich auch aus Kunsthaar gemacht. Ne? Auch das gefällt mir sehr gut. Fällt auch sehr natürlich. Also auch da schöne Umsetzung. Ja, und was kann ich euch ansonsten zeigen? Das Pferd hat generell an dem ganzen Gurtzeugs hier überall diese silbernen Platten drauf. Ne? Dann irgendwie, ich habe keine Ahnung, was diese Halbmonde hier zu bedeuten haben. Die Steigbügel selbst sind übrigens auch aus Metall. Ne? Das finde ich sehr gut. Der Rest hier dran ist, glaube ich, auch sogar Metall. Zumindest diese größeren Teile hier. Das ist alles echt sehr schick gemacht, muss ich sagen. Das sieht sehr, sehr hochwertig aus. Wie gesagt, schaut hier, ne, die Details hier dran. Auch schön gestickt, ne? Sehr cool gemacht. Ein schönes kleines Pferdchen, auf jeden Fall. Mir gefällt es und wenn ihr da die Figur draufsetzt, dann sieht das wirklich sehr toll aus. Ich denke mal schon, dass es sich lohnt, wenn ihr euch irgendwie dieses Komplettset kauft. Das soll es aber vom Pferd gewesen sein. Jetzt gehen wir mal direkt zur Figur von Maximus. Ich bin mal sehr gespannt, wie er euch gefällt. Ich muss sagen, auf der Verpackung sieht er schlimmer aus vom Gesicht her, als wie er wirklich ist. Er sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Und diese Figur überzeugt einfach durch die komplette Aufmachung, gerade wie gesagt die Rüstung, das ist einfach unglaublich gut. Da können sich einige Firmen auf jeden Fall noch eine Scheibe von abschneiden. Also wer auch immer für das Design dieser Figur zuständig ist, war hier wirklich sehr detailverliebt und hat sich wirklich sehr viel Mühe gegeben, dass das hier wirklich so schön umgesetzt wurde. Mir gefällt er rein von der Optik her sehr gut. Ne? Wie gesagt, das Gesicht ist nicht hundertprozentig Russell Crowe, das muss es aber auch ehrlich gesagt gar nicht mal, wer wie gesagt einen römischen Feldherrn irgendwie in seiner Sammlung haben möchte. Das ist schon nice, das ist wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Was ich euch ja schon gesagt habe, er hat jetzt hier halt diesen schönen Fellkragen, das ist alles sehr fein gemacht. Das ist an der Figur schon dran, ne? Ihr könnt es wahrscheinlich sogar abmachen, ich würde es jetzt aber einfach mal so lassen. Ne? Genau wie der Umhang hier, das ist alles, der Mantel ist halt komplett an der Figur schon dran, wenn ihr ihn aus der Verpackung holt. Wichtig ist natürlich jetzt trotz alledem das Gesicht, das will ich euch mal genauer zeigen, damit ihr einen kleinen Eindruck drauf habt, was auf euch zukommt, wenn ihr euch diese Figur halt ja selber zulegen wollt. Und ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal generell mit dem Helm erstmal an, bevor wir zum Gesicht kommen, denn der ist auch wirklich sehr interessant. Wir haben zwei Helme mit dabei. Den ich jetzt genommen habe, den finde ich persönlich noch irgendwie am schönsten, weil er hier vorne drauf auch diesen silbernen Wolf hier vorne drauf hat. Seht ihr das? Das sieht wirklich unglaublich cool aus. Kleiner Hang zum Detail noch vielleicht. Hier an der Seite, das sind wirklich richtige Scharniere, ne? Steht aber auch in einer kleinen Anleitung mit dabei, ihr solltet die Scharniere nicht nach außen drücken oder sowas, sonst könnten die euch vielleicht mal abbrechen. Der Helm selbst ist nur raufgesetzt, er ist nicht fest. Also ihr habt hier keinen Riemen oder sowas, womit das befestigt wird. Er sitzt einfach auf der Figur drauf, na, also passt ein bisschen auf, dass ihr da nicht zu sehr rumschrabbelt, obwohl er innen drin halt nochmal so ein paar kleine Schaumstoffstreifen hat, dass da nichts passiert. Er ist aber wie gesagt nicht fest, aber er ist auch aus Metall. Und das finde ich persönlich wirklich sehr, sehr stark. Na, schauen wir uns das Ganze mal hier von der Seite an. Es sieht wirklich sehr gut aus in diesem Gold-Schwarz-Ton, so gehämmertes Metall, das haben sie auch wieder schön nachgemacht. Ihr wisst ja, ich mag sowas. Dann hier hinten halt auch nochmal mit diesen Strähnchen hier, mit diesem Kunsthaar. Es sieht jetzt natürlich alles ein bisschen wild aus und es wird natürlich auch passieren, dass das Ganze ein bisschen hart und ein bisschen fusselt. Ne? Also ja, ihr müsst halt ein bisschen vorsichtig damit sein. Aber ich finde im Großen und Ganzen ist das wirklich sehr, sehr cool umgesetzt. Schaut euch das an. Also die Details und alles sind wirklich sehr detailverliebt hier und das ist nice. Kommen wir zum Kopf. Ich mache jetzt mal diesen Helm ab
Und ja, er ist natürlich nicht 100%. Ne? Aber ich muss sagen, trotz alledem ist er völlig okay. Ne? Die Augen sind ein bisschen zu dicht beieinander und er hat ein bisschen dickere Bäckchen hier. Ne? Also wie ein etwas älterer Russell Crowe wahrscheinlich schon. Aber auf der Verpackung sah das Ganze um einiges schlimmer aus. Hier muss ich sagen, es geht. Es geht definitiv. Es sieht gut aus. Und wie gesagt, wenn er ihn dann hinstellt mit dem Helm, ist das wirklich mehr als okay. Definitiv. Das sieht wirklich sehr cool aus. Na, also ich habe da gar nicht, ehrlich gesagt, so viel zu beanstanden. Es ist, wie gesagt, nicht 100%, aber es sieht immer noch wirklich sehr gut aus. Und da bin ich schon wirklich sehr zufrieden mit. Der zweite Helm, der übrigens mit dabei ist, kommt dann hier eher mit einer roten, opulenten Feder oben drauf. Also wirklich ein großer Kopfschmuck. Römer halt. Hier, wenn ich mal gegenpuste, ihr seht das ja, na, auch das sieht schön aus. Na, obwohl ich ja echt der Fan von diesem anderen bin, aber auch das ist echt nett gemacht hier. Na, auch da sind schöne Details dran, gerade hier vorne mit diesem Rosenkranz oder was das hier darstellen soll, auch an den Seiten halt alles, schaut mal. Na, das ist schon sehr, sehr, sehr schön gemacht und natürlich auch der hier aus Metall. Na, und ihr seht ja auch, mit Helm sieht der wirklich sehr stark aus. Schöne Figur auf jeden Fall, sehr, sehr schöne Figur. Die Details der Rüstung bei Maximus, die haben mich auch wirklich hier sehr überzeugt und zeigen einfach hier, was hier für eine Detailverliebtheit von dem Hersteller halt reingesetzt wurde. Ich mache das jetzt mal ein bisschen beiseite. Hier ist es tatsächlich festgeklebt, sehe ich gerade hier auf der Seite, seht ihr das? Das ist fest, hier ist es nicht fest. Was da los? Wahrscheinlich ist es nicht mal Absicht. Ist auch egal. Ihr seht, hier drunter ist eine typische römische Rüstung. Hier habt ihr diese Schulterplatten hier am Start. Wie gesagt, auch das ist alles aus Metall. Der Brustpanzer ist hier sehr, sehr beeindruckend. Er ist sehr groß, sehr schwer, ne, und ist wirklich auch sehr dick. Na, das gefällt mir richtig gut mit den ganzen Kleinigkeiten hier drauf. Hier ist auch wieder dieser Wolf am Start. Na, dann haben wir hier irgendwie noch, ich weiß nicht genau, was es darstellen soll. Irgendeine Sagenfigur, ich weiß es nicht. Aber es sieht gut aus. Na, es sieht wirklich so gut, sehr gut aus. Und der Goldtouch, der hier dran ist, ihr könnt das ja auch erkennen, ist nicht einfach nur ja, stupide in Gold gehalten. Es ist wirklich ja, ein bisschen geweathert, könnte man sagen. Es sieht wirklich aus wie eine schon länger getragene ja, römische goldene Rüstung. Und das mag ich sehr, sehr gerne. Wenn wir uns das Ganze mal ansehen, ihr fällt euch auch wahrscheinlich sofort diese ganze Schnürung hier unten auf. Und da rate ich euch natürlich zur Vorsicht. Die Figur kommt so komplett zusammengebaut natürlich daher. Aber diese Schnürung hier, ne, das ist auch wirklich einzeln reingefriemelt, das Ganze. Hier auch an der Seite. Wenn wir jetzt mal auf die Rückseite gehen, hinter den Umhang mal gucken. Auch da sieht das Ganze dann halt so aus. Das müsst ihr Gott sei Dank nicht selber machen. Das ist so. Aber ich rate euch auch natürlich da, das ist auch hier so ein übelst dickes Material, Wahnsinn. Ich rate euch wirklich da, das Ganze nicht auszuziehen. Lasst es genau so, wie es ist an der Figur. Dann haben wir hier unten diesen Lederlendenschurz, der auch hier mit diesen Löwensymbolen versehen ist. Auch das gefällt mir gut. Ich weiß gar nicht, sind die auch aus Metall? Ja, ich weiß es nicht, aber ich glaube sogar, dass die auch aus Metall sind, in diesem schönen Goldton gehalten. Das Kunstleder fühlt sich auch sehr gut an, ne? Das ist gut genäht, sehr dick, also auch da wirklich sehr hochwertige Arbeit hier an der Figur. Er trägt darunter dann halt noch dieses, ja, Leinenhemd in ja, dunkelrot oder altrosa, könnte man sagen. Na, das sieht auch gut aus. Wir haben das auch so gemacht, als wäre das wirklich so ein Leinenhemd. Na, so verschiedene Strukturen sind drauf zu erkennen. Auch sehr schön. Darunter könnt ihr das noch erkennen. Hier am Arm ist nochmal ein ja, graues Hemd gehalten. Na, auch das ist schön. Ist schon echt, also detailtechnisch sehr verliebt. Die Hose ist eine schöne Leinenhose mit sehr viel Luft für die Beweglichkeit, später sehr gut. Und hier unten haben wir dann halt seine Boots, ne, die auch separiert sind. Ne. Dieses Teil hier ist ein Teil und dann hat er halt die Schuhe nochmal einzeln, damit wir hier eine schöne Beweglichkeit haben. Was auch natürlich aus Metall ist, sind diese Schützer hier. Ne? Es ist Wahnsinn. Da ist wirklich alles draus an Metall. Also ich bin echt begeistert und wirklich sehr dickes Metall. Ne? Also eine sehr hochwertig produzierte Rüstung an dieser Figur. Da bin ich mehr als zufrieden mit. Ja, und der Umhang, ihr habt schon gesehen, ich sag mal Umhang, ne? Ist ja eigentlich ein Mantel. Der Mantel ist in diesem schönen Samtrot gehalten, fühlt sich auch sehr, sehr gut an und ist halt hier auch komplett an der Rüstung schon mit dran. Ne? Und toll gemacht. Wirklich sehr, sehr toll gemacht. Ja, Maximus. Also ich muss sagen, er gefällt mir soweit schon mal ganz gut. Wir haben sogar hier noch die Möglichkeit, einen alternativen Kopf draufzupacken, der ihn dann eher in eine Art Kampfpose bringt. Er schreit nämlich zum Angriff, während er halt kämpft gegen die Germanen oder ich weiß es nicht. Aber auch das sieht eigentlich ganz cool aus, gerade mit Helm. Ohne Helm sieht das Ganze jetzt halt dann so aus. Ist okay, ist wirklich okay, aber ich muss gestehen, ich mag den anderen Kopf doch ein bisschen mehr. Na, der sieht einfach noch ein bisschen mehr so nach Russell Crowe aus, der jetzt hier eigentlich gar nicht mehr. Aber diese Alternative ist nicht schlecht. Ich rate euch aber unbedingt zur Vorsicht, wenn ihr die Köpfe tauscht, denn da ist wieder so ein typischer doppelter Kugelgelenk-Dings dran. Ihr wisst schon, an
an so einen Stab. Oben ist ein sehr großes Kugelgelenk dran und innen drin in diesen Köpfen ist nochmal so eine, weiß ich nicht, wie ich das nennen soll, so ein extra Bereich, wo das Kugelgelenk reingeht, und das Ding da rauszukriegen ist teilweise nicht sehr leicht und ihr könntet das sogar im Kopf ein bisschen verschieben. Also passt auf, wenn ihr den Kopf wechselt. Wenn es nicht unbedingt nötig ist, dann würde ich da sogar von abraten, lasst es lieber und lasst den normalen Kopf drauf. Aber die Möglichkeit ist da und der Kopf sieht auch nicht schlecht aus. Ihr habt sonst natürlich auch noch ein paar Möglichkeiten, was auszutauschen. Gerade unten die Stiefel, das habe ich euch ja gezeigt, die waren ja geschnürt und separiert. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, so typisch römisch, die Füße und auch generell die Stiefel komplett auszutauschen. Wir haben hier nämlich noch Sandalen, ne? Ihr seht das ja hier, jeweils für links und rechts. Und dann haben wir hier noch die Schienbeinenschützer und auch die Dinger sind aus Metall. Ihr müsst sie allerdings dann hinten selber festschnüren. Deswegen habe ich das Ganze jetzt mal nicht gemacht. Aber die Möglichkeit besteht hier halt auch. Na, also wenn ihr das möchtet, wenn ihr eher einen klassischen Römer in eurer Sammlung haben wollt, dann könnt ihr das auch austauschen. Und natürlich gibt es hier auch Bewaffnung. Das heißt, es sind zwei Schwerter mit dabei, wenn ihr das Deluxe-Set zumindest kauft. Na, und diese Schwerter sind auch aus Metall. Ich wollte nicht das zweite Schwert hier. Wartet mal. Hier. Wisst ihr Bescheid? Ich habe leider keinerlei Ahnung, wie römische Schwerter, wie die Bezeichnungen davon sind. Aber ich finde sie einfach generell sehr, sehr cool gemacht. Ihr seht das ja, Maximus hält jetzt dieses eher goldene römische Schwert hier in seiner Hand. Na, das gefällt mir sehr, sehr gut. Wie gesagt, alles aus Metall. Ihr habt dazu passend dann jeweils auch die Schwertscheiden. Das eine habe ich jetzt hier mal schon rumgesetzt. Auch da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ich habe es jetzt durch die Beine durchgefriemelt und dann hier langsam auf die Schulter halt hier aufgesetzt. Das ist halt die Schwertscheide zu dem Schwert, was er gerade in der Hand hält. Auch da sehr cool. Feine Details, schaut euch das an. Ich denke mal schon, dass ihr, wenn ihr euch diese Figur zulegt, dass ihr allein schon wegen den Details erstmal doch sehr begeistert sein werdet. Die sind nämlich wirklich gar nicht schlecht. Das zweite Schwert, was mit dabei ist, ist dieses hier in eher schwarz, gold und weiß gehalten. Auch das gefällt mir. Ist ein bisschen länger als das andere Schwert. Wie gesagt, auch aus Metall. Ich nehme das jetzt hier mal kurz Maximus aus der Hand. Ihr seht ja hier der Griff. Ich denke mal, das ist eher so, weiß ich, so wie Knochen gemacht. Das ist ewig auch her, dass ich Gladiator geguckt habe und ich weiß auch nicht, inwiefern sich die Firma hier wirklich an die Filmvorlage gehalten hat. Ne? Für mich ist es einfach eine wirklich sehr cool gemachte römische Figur. Hier seht ihr auch nochmal Totenköpfe drauf, ne? Hier an den Seiten. Das gefällt mir sehr gut. Und die passende Schwertscheide dazu ist natürlich hier auch in einem schönen Schwarz mit goldenen Beschlägen. Und auch hier dieser Kunstlederriemen am Start. Auch da wirklich sehr, sehr toll gemacht. Und die Schwerter passen da auch perfekt rein. Also da gibt es keinerlei Schwierigkeiten. Das sieht optisch einfach unglaublich cool aus. Ja, das ist eigentlich so gesehen das Zubehör, was mit dabei ist. Es gibt noch eine kleine, größere Waffe, die mit dabei ist. Aber die ist Teil der Base. Ihr könnt sie aber auch rausnehmen, wenn ihr möchtet. Da komme ich aber gleich zu. Als erstes möchte ich kurz mit euch mal die Beweglichkeit durchgehen und mal gucken, wie überhaupt der Körper dieser Figur umgesetzt wurde. Und auch da kann ich euch vorweg schon mal beruhigen, das ist eigentlich der 1:6 Standard, der da drunter ist. Es ist kein extrem hochwertiger Körper. Gerade, was ich aber gut finde, ist, ihr habt natürlich noch austauschbare Hände übrigens mit dabei. Die sind Gott sei Dank sehr weich, also da könnt ihr auch die Schwerter perfekt oder die Waffen perfekt halt in die Hand packen. Der Körper selbst ist okay, ihr seht ihn aber sowieso nicht großartig. Ne? Ihr seht vielleicht, wenn ihr mal so alles ein bisschen hochkrempelt, dass das relativ nicht so tolles Kunststoff ist. Ihr seht viele Überstände und all sowas, aber es geht völlig. Der Kopf selbst sitzt, wie gesagt, auf diesem Kugelgelenk, auf diesem längeren Stabkugelgelenk und kann dadurch eigentlich relativ gut bewegt werden. Ne? Ihr könnt ihn sehr gut nach hinten und nach unten gucken lassen und eigentlich 360 Grad bewegen. Bei den Armen rate ich euch ein bisschen zur Vorsicht, weil ihr ja natürlich hier diese opulente, krasse Rüstung hier habt, die wirklich sehr gut gemacht ist, einfach Wahnsinn. Ihr könnt die Arme ungefähr so weit auseinanderpacken, das ist mehr als okay. Wir haben hier den Bicep Swivel drin, soweit ich weiß. Haben wir hier einen? Nein, ich glaube, wir haben gar keinen, Leute. Nein, wir haben keinen Bicep Swivel, das heißt, eine Oberarmbeweglichkeit scheint hier nicht zu existieren. Das heißt, hier sind nur in der Schulter normale Kugelgelenke drin. Aber trotz alledem können wir es einigermaßen bewegen. Wir haben ein einfaches Ellbogengelenk. Ja, das ist auch ganz gut eigentlich. Dann die Hände. Ja, die Hände sitzen auch auf den Gelenken, die wir halt von 1:6 Figuren schon kennen. Ihr könnt sie kippen und drehen. Beim Austauschen der Hände rate ich euch aber auch ein bisschen zur Vorsicht. Es sieht so aus, als könnten diese Gelenke, ja, die sind halt nicht so hochwertig produziert, nicht, dass die brechen. Passt auf. Na, auch da habe ich schon bei anderen Figurenherstellern Schlechteres auf jeden Fall gesehen, also mehr als okay. Dass er natürlich jetzt keinerlei Oberkörperbeweglichkeit hat, ist diesem coolen, großen Brustpanzer zu verdanken. Das geht gar nicht. Ne? Also ist klar, das funktioniert nicht und kann auch gar nicht funktionieren und hat bei den Römern auch damals nicht funktioniert. Die Beine selbst, muss ich mal gucken, ob die hier noch die Hüftbeweglichkeit drin haben.
Da müsste was sein. Ja, er kann auf jeden Fall ein bisschen sich in der Hüfte bewegen. Das geht. Die Beine auseinander kriegen wir ja im Schneckensplit ungefähr so weit. Er kann auf jeden Fall perfekt auf dem Pferd sitzen. Das geht. Oberschenkelbeweglichkeit ist da. Kniegelenke sind doppelt. Auf jeden Fall sehr gut. Sie fühlen sich übrigens echt gut an. Also sie sind recht gut steif. Das passt. Da gibt es jetzt keinerlei Schwierigkeiten. Bin ich zufrieden mit. Und hier bei den Stiefeln halt, wie gesagt, das ist separiert. Ihr habt dann hier halt ein Kugelgelenk eingebaut, womit wir dann halt den Schuh so ein bisschen noch bewegen können, nach oben und unten. Und auch die seitliche Beweglichkeit, euer Enkelpivot ist natürlich da, macht euch da keine Sorgen. Also ich muss schon sagen, ist okay, definitiv okay. Der Körper, der kann sich sehen lassen. Das ist gut, ne? Das passt schon soweit. Ja, liebe Leute, das war es jetzt so gesehen eigentlich rein von der Figur und von dem Pferd. Jetzt kommt aber noch die Base. Die ist ja eigentlich bei den Figuren meist nicht wirklich so genial, aber hier ist sie das. Die Base ist sehr cool umgesetzt. Und meiner Ansicht nach ist das römische Thema hier einfach perfekt getroffen. Als erstes zeige ich euch mal hier eine Standarte. Ne? Eine richtig schön dicke, aus Stoff gemachte Standarte, die wirklich auch bestickt ist beidseitig. Ihr könnt diese Standarte halt dann hier befestigen. Hier ist nämlich der Speer. Das ist so gesehen die letzte Waffe, die ich euch dann ja gesagt habe. Die könnt ihr hier einfach reinstecken. Ihr müsst die Standarte nicht benutzen. Ihr könnt auch dann halt den Speer benutzen für eure Maximus-Figur. Das ist mehr als okay. Na, also auch schön gemacht. Wartet mal auf der Rückseite. Ja, ist auf der Rückseite ist das Gleiche. Auf jeden Fall sehr cool. Wenn wir jetzt weiter runtergehen, da haben wir dann wirklich das römische Thema am Start. Hier ist nämlich so eine schöne antike Säule. Diese Säule ist lose, die ist aber mit so einem kleinen Magneten hier dran befestigt. Also die saugt sich hier förmlich so ein bisschen dran fest. Auch das ist völlig okay. Dann haben wir hier so ein paar zerschellene Amphoren hier am Start. Alles sogar so ein bisschen mit Blut hier bespritzt. Na, das ist echt cool gemacht. Und hier kommt dann auch die Crouch-Gabel rein, wo ihr dann eure Maximus halt draufstellen könnt. Und ja, ihr seht noch weiter noch hier noch ein paar kleine Felsen. Und alles. Sehr schöne Umsetzung, muss ich sagen. Also mir gefällt das. Das ist sehr cool gemacht. Ist schon cool. Ist schon sehr hochwertig. Ne? Generell, ihr seht ja auf den Steinen, ist auch überall so ein bisschen das Blut schon raufgespritzt. Schon sehr nice. Also wenn ihr euch jetzt die Figur separat nur kauft, ohne das Pferd, steht die trotzdem wirklich auf einem sehr coolen Ständer. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist einfach cool und es ist wirklich auch sehr schwer, sehr hochwertig. Na, also auch das ist schön gemacht. Fans des Films Gladiator oder generell Mittelalter-Fans oder Fans der alten römischen Zeiten werden hier auf jeden Fall voll auf ihre Kosten kommen. Wenn ihr euch das Set kauft, habt ihr wirklich eine Menge Zubehör mit dabei, eine Menge hochwertig verarbeitete Sachen, gerade in Sachen Rüstung. Und auch hier, oh, komm mal her, mit dem Pferd zusammen ist das Ganze schon wirklich sehr, sehr cool und das gefällt mir einfach. Die paar Kleinigkeiten, die man jetzt hieran bemängeln könnte, sind wirklich minimal und ich denke mal schon, dass diese Figur im Komplettset, wie ihr es jetzt hier seht, auf jeden Fall ihr Geld wert ist, weil es einfach sehr hochwertig verarbeitet ist. Und daher würde ich einfach mal sagen, von mir eine 100%ige Kaufempfehlung für alle, die sich hierfür interessieren. Denn das ist wirklich sehr schön. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Und es gibt selten heutzutage noch solche Figuren, die wirklich mit so vielen tollen Details so hochwertig verarbeitet halt aufwarten. Und das für das Geld. Ne? Also schnappt ihn euch. Ich finde ihn toll. Ne? Ganz ehrlich, ich finde ihn wirklich sehr gut gemacht. Und mehr kann ich euch daran nicht zeigen. Ihr seht ja schon, allein hier dieses Gesamtpaket, das sieht gut aus. Das sieht echt sehr, sehr stark aus. Wenn ihr vielleicht noch im Hintergrund so eine schöne Szenerie irgendwie macht, na, keine Ahnung, was ihr noch einfallen lassen könnt, wenn ihr gerade auch so vielleicht im Wald oder so steht, dann ist das wirklich etwas, wo jeder hinguckt, der euren Sammelraum betritt und da einfach mal raufguckt. Das sieht einfach sehr gut aus. Leute, ich bin sehr gespannt auf eure Meinung, denn das hier ist wirklich was ganz anderes. So etwas hatte ich auf meinem Kanal in der Richtung noch nie. Gerade mit dem schönen kleinen 1:6 Pferd hier. Also mir gefällt es, wie gesagt, sehr gut. Jetzt bin ich gespannt auf eure Meinung. Was haltet ihr von diesem Set? Ich weiß, dass der ein oder andere sich das sogar schon in die Sammlung geholt hat. Und ich möchte gerne mal, wenn ihr möchtet, natürlich in der Kommentarsektion eure Erfahrungsberichte ja hören. Schreibt mir mal rein, was ihr von diesem Set haltet. Hattet ihr vielleicht sogar Schwierigkeiten, wie ich so ein bisschen mit dem Sattel? Na, habt ihr das besser hingekriegt wie ich oder ging es einfach ganz easy für euch? Ja, schreibt es unten rein. Ich bin sehr gespannt. Das soll es gewesen sein von meiner Stelle. Liebe Leute, danke wie immer fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Also, macht's gut, bis denne dann und natürlich reingehauen.